Was für ein seltsames Video. Ja, ich bin heute hier, um euch mitzuteilen, dass ich erstmal weniger zu sehen sein werde hier auf YouTube und dass ich beschlossen habe, über Nacht ungefähr 70% meines Einkommens aufzugeben. Seit 7 Jahren poste ich hier täglich, wöchentlich, monatlich. Das war mein Job. Jetzt ändert sich vieles und darum geht's heute. Ich bin im Vergleich zu Gronkh oder Cold Mirror wahrscheinlich keine YouTuberin der ersten Stunde. Und früher hat man das auch noch nicht YouTuber genannt. Und auch heute finde ich diesen Begriff immer noch schwierig. Wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dann sage ich meistens, ich bin Videografin. Denn ich mag es einfach, Dinge in Videoform zu erzählen. Seit 2016 habe ich das nun gemacht und seit 2019 habe ich Vollzeit davon gelebt, was ich immer noch ziemlich absurd finde. Angefangen hat das, ihr kennt es noch, mit Let's Plays von No Man's Sky und inzwischen sind es Essays über das Leben im Tiny House und über das Leben im Allgemeinen. 7 Jahre sind eine ziemlich lange kreative Strähne und abgesehen von all den Dingen, die ich an diesem Job wirklich liebe, auch eine ziemlich einsame. Was ich an diesem Job liebe, die Schönheit des Alltags visuell einfangen, euch ein gutes Gefühl in Bezug auf die Wechselspiele des Lebens geben, die wir alle durchlaufen, schwierige Themen humorvoll anpacken und nicht zuletzt eine Art Verbindung mit meinen Zuschauern aufbauen über Dinge, die uns am Ende alle betreffen. Was ich an diesem Job nicht liebe, es gibt keinen Feierabend. Gibt es einfach nicht. Selbst wenn ich mal Pause gemacht habe, ein paar Wochen, der Job verschwindet nicht aus dem Kopf. Es gab in diesen 7 Jahren selten eine komplette Woche, in der ich nicht irgendetwas für YouTube gemacht habe. Und meistens reden wir hier eher von 6 oder 7 Tagen die Woche. Ich war heute aktiv in meinem Tiny House. Ich habe die Toilette zerstört. Was ich auch nicht liebe, das ständige Alleinesein. Kreative Arbeit lebt manchmal davon, dass man ungestört stundenlang vor sich hin arbeiten kann. Aber eine Abwechslung zwischendurch wäre schon nicht schlecht. Und zuletzt dieses ständige relevant sein müssen. Woche für Woche musst du irgendetwas über dich erzählen, von dem du davon ausgehst, dass andere Leute es hören wollen. Dabei will man manchmal einfach nur irgendein anonymer Mensch in der Masse sein und nicht unbedingt erkannt werden, wenn man gerade einen schlechten Tag hat und bei Lidl in Jogginghose eine Pizza kauft. Was? Zu meinem ambivalenten Verhältnis zu YouTube als Plattform habe ich vor ungefähr einem Jahr ja schon mehr gesagt und das empfehle ich einfach an dieser Stelle nochmal. Es passt sehr gut. Kurz zusammengefasst, ohne YouTube, sowohl als Nutzerin als auch als Creatorin, wäre ich heute nicht an dem Punkt in meinem Leben, an dem ich jetzt bin. Das steht auf jeden Fall fest. Es gäbe kein Tiny House. Es gäbe nicht diese tolle Woche in Berlin mit meinen Kollegen von YouTube Next Up. Und es gäbe nicht all diese Momente. Da kann ich mir gar keinen anderen Kontext vorstellen. Gleichzeitig war ich mir über eine Sache auch immer sehr im Klaren. Eine derart überstimulierende Online-Plattform, auf der jeder versucht, Aufmerksamkeit zu binden, darf nur so und so viel Platz im eigenen Leben einnehmen. Und das gilt besonders für die Leute, die wie ich sehr viel von ihrem Leben online teilen. Ob sie nun, so wie ich, sehr strenge Grenzen haben, was das betrifft oder nicht. Nein, wir können kein Selfie zusammen machen. Auch wenn ich große Teile meines Privatlebens hier immer rausgehalten habe und ich das nach wie vor für eine sehr gute Idee halte, kann es langfristig ermüdend sein, sein Leben ständig der filterlosen Kritik anonymer Menschen im Internet auszusetzen. Mir war dabei immer klar, dass das, was hier beurteilt wird, lediglich ein Abziehbild meiner selbst ist. Niemand, der nur meine Videos gesehen hat, kennt mich gut genug, um wirklich etwas über mich sagen zu können. Aber diese ganzen Dinge haben natürlich trotzdem einen Effekt und das merkt man oft erst, so ging es mir, wenn man in einem ganz normalen Beruf ganz normales Feedback zu seiner Arbeit bekommt, ohne dass man ungefragt Tipps zum eigenen Aussehen bekommt oder zur Persönlichkeit. Dass ein Video von mir über mein Tiny House von 900.000 Menschen und mehr angeschaut wurde oder ein Beitrag von mir 3.000 Menschen im Internet gefällt, das ist verrückt, aber das kann mir im wahren Leben nie so viel bedeuten wie das Gefühl, einem echten Menschen vor Ort einen echten Gefallen getan zu haben. Und diese Gelegenheiten, das zu spüren, die muss man sich erstmal schaffen. Und erfahrungsgemäß werden diese Gelegenheiten immer weniger, je mehr sich vom Leben einfach online abspielt. Ich denke, viele meiner Videos aus den letzten 12 Monaten haben schon an diesen Punkt geführt, an dem ich jetzt bin. Ich habe viel über Sinn und Unsinn im Leben gesprochen und dass es eben doch oft die
bodenständigen, einfachen, aber heutzutage auch nicht mehr oft einfach zu bekommenden Dinge sind, die uns Glück und Sinn geben. Und dazu gehört zum Beispiel, meiner Auffassung nach, etwas gemeinsam mit anderen zu erarbeiten, zu erschaffen. Und das habe ich mir über die letzten Jahre im Hintergrund auch aufgebaut, aber eben abseits von YouTube. Vielen von euch erzähle ich hiermit nichts Neues, aber ich arbeite seit ungefähr 13 Jahren zusätzlich nebenbei an der Bühne. Für Oper und Ballett überwiegend. Früher war ich Statistin, inzwischen arbeite ich hauptsächlich in der Requisite und in der Bühnentechnik und wer weiß, was in der Zukunft noch alles kommt. Ich bin dort Teil eines größeren Teams. Es ist laut, chaotisch, bunt, lustig, immer wieder was anderes. Und dieser Job ist wesentlich anstrengender, auch körperlich, als das, was ich hier mache. Aber interessanterweise, und das wird alle, die auf YouTube arbeiten, nicht überraschen, mental deutlich ausgeglichener. Es geht ums Zusammenarbeiten, ums Mitdenken und um Gewissenhaftigkeit. Für YouTube filme ich alles hier auf 20 Quadratmetern in meinem kleinen Häuschen ganz alleine. An der Oper, wenn ich die Bühne einrichte mit 20 anderen Menschen, dann kann ich währenddessen dabei zuhören, wie sich im Orchestergraben die Berliner Philharmoniker einspielen. Zum Beispiel. Auf YouTube schauen mir oft 50.000 Menschen dabei zu, was ich mache, und doch sehe ich keinen einzigen wirklich vor mir. An der Bühne höre ich den Applaus von über 2000 Menschen, die einen schönen Abend hatten nach der Opernpremiere, und das überträgt sich sofort auf alle von uns, die wir auf der Seitenbühne stehen und uns darüber freuen, was wir alles gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Auf YouTube kann ich tun und lassen, was ich will. Wie toll! Ich kann mit allem Geld verdienen, wenn ich das möchte. Irgendwer wird sich immer finden, der mich dafür lobt oder mich gut findet. Und umgekehrt wird sich auch immer jemand finden, der in allem, was ich tue, eine moralische Verfehlung sieht. An der Bühne gibt es stattdessen Regeln und es geht um ganz andere Dinge. Wenn man sich an diese Regeln hält und dem Team den Rücken stärkt, dann sorgt das für Sicherheit und für Zufriedenheit. Und das spürt man ganz direkt. Auf YouTube verkauft sich alles, was persönlich ist. Persönliche Werbung, persönliche Geschichten, persönliches Drama. Ich, ich, ich. An der Bühne geht es um etwas, was wesentlich größer ist als alle Beteiligten. Es geht um die Kunst und man widmet sich einer Aufgabe, die mit dem eigenen wenig zu tun hat. Damit will ich nicht sagen, dass ich der Selbstentfaltung abgeschworen habe, aber es ist einfach extrem wichtig, einen Bereich im Leben zu haben, in dem es nicht um mich geht die ganze Zeit. Ich liebe YouTube immer noch für alles, was es für mich war und ist. Lernplattform, Selbsthilfegruppe, nein! Kreatives Ventil. Aber ich verschiebe jetzt den Fokus. Mehr zurück aufs echte Leben, wo ich mir inzwischen einen neuen Platz erarbeitet habe, nach meinen damals gescheiterten Lehramtsplänen. In der ich mit anderen arbeite, intensiv und wochenlang, und abends völlig erschöpft nach Hause komme, nur um mich direkt wieder auf den nächsten Tag zu freuen. In der mein Beitrag auf eine völlig andere Art und Weise zählt als in dieser schönen, verrückten Online-Welt, in der man oft auch einfach Projektionsfläche ist für allgemeine Unzufriedenheit einerseits oder das Objekt verklärter Begierde andererseits. Und beides ist in diesen Extremen auch einfach anstrengend. Zurück also in die echte Welt, in der die Dinge ein bisschen ausgeglichener sind. Ich habe also beschlossen, auf diesem Kanal eine Pause zu machen, um mich verstärkt dieser Arbeit an Oper und Ballett zu widmen, meinem Psychologiestudium, denn ja, das gibt's auch noch, und der Malerei, denn die hat in den letzten Monaten für mich immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das bedeutet für mich auch einen großen finanziellen Schnitt, das möchte ich auch ehrlicherweise einfach sagen. Ich habe bisher überwiegend mein Geld mit den Sponsorings verdient, die in diesen Videos platziert wurden. Ein deutlich geringerer Anteil waren die Werbeanzeigen vor den Videos oder während der Videos, die auf YouTube geschaltet werden. Und nur ungefähr ein Drittel meines Gesamtverdienstes im Jahr war bisher die Arbeit außerhalb, also für Oper, Ballett und was ich ansonsten noch gemacht habe. Das muss sich in Zukunft ändern, ich werde also in der nächsten Zeit auf der Suche nach Jobs sein. Ich sage das auch, weil ich glaube, dass es vielen meiner YouTube-Kollegen eigentlich ähnlich geht. Man stellt sich diese Sinnfragen irgendwann. Warum mache ich das hier online? Ist das überhaupt gut für mich? Denn es kommt mit einer Menge mentaler Belastung, die man, glaube ich, nach außen einfach auch nicht sieht. Es ist oft nur schwierig, dann kürzer zu treten, denn finanziell bedeutet das eine ganze Menge. Und wenn man mal eine Weile raus war aus einer anderen Branche, in der man vielleicht davor gearbeitet hat, ist der Schritt zurück in einen normalen Beruf nicht so einfach. Außerdem lockt dieser Influencer-Beruf nicht nur finanziell, denn ja, mit einer entsprechenden Reichweite kann man schon sehr gut verdienen.
sondern auch mit diesen ganzen anderen Freiheiten. Ich kann aufstehen, wann ich möchte. Alles, was ich tue, wird irgendwo irgendwen als Anhänger finden. Ich brauche mir nicht so viele Gedanken darum machen, wie ausgereift meine Ideen sind oder wie gut recherchiert meine Videos sind, denn darum geht es heute teilweise einfach nicht mehr. Sich also zurückzubegeben in eine Welt, in der es um Disziplin geht, in der es um Verlässlichkeit geht oder irgendeine Form von prüfbarer Ausbildung, dass ich Dinge entweder kann oder nicht kann, weiß oder nicht weiß, das fällt vielen sicherlich schwer. Ich kann aber aus eigener Erfahrung inzwischen sagen, dass die Freiheiten, die mit diesem Influencer-Beruf einhergehen, nur eine Seite der Medaille sind und dass die einem selber auch nur etwas bedeuten können, wenn man auf der anderen Seite irgendwo eine selbstgewählte und wichtige, sinnhafte Verpflichtung hat. Irgendwo muss der Mensch gebraucht werden und auch wenn es schön ist und ich mich darüber freue, wie gut die Dinge, die ich hier online mache, ankommen und auch wenn ich mich immer in der Verantwortlichkeit sehe, dass ich euch keinen Quatsch erzähle, ich werde hier nicht in diesem Sinne gebraucht oder zumindest nicht auf diese Art und Weise, wie es der Mensch gerne spüren möchte. Es sollte also etwas Zusätzliches sein und so möchte ich es auch weiterhin behandeln. Und nebenbei gesagt, so unabhängig ist man als YouTuber finanziell und anderweitig dann am Ende doch nicht, denn geklickt wird ja nur, was interessant ist und die Sponsoren, die wirklich zum Kanal passen, stehen auch nicht unbedingt immer im Postfach Schlange. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, so rosig, wie es auf der Oberfläche aussieht, ist es oft auch nicht. Au, 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 ich werde alt. Naja, wir werden alle alt. Und das ist auch gut so. Jedenfalls, ich werde nicht komplett verschwinden. Ich werde jetzt einfach für eine Zeit lang auf diesem Kanal und auf meinen anderen Kanälen keine neuen Videos posten. Ich werde auch meinen Discord schließen, denn sind wir mal ehrlich, so viel Aktivität war da in letzter Zeit sowieso nicht. Aber ich werde meinen Instagram-Kanal behalten. Dort werde ich auch weiterhin über die Fortschritte in der Kunst berichten, kleine Alltagsschnipsel teilen und was sonst noch passiert. Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, werde ich mich hier auch wieder melden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe noch sehr viele Videoideen und mir macht das alles immer noch sehr viel Spaß, wie es mir auch heute riesigen Spaß macht, dieses Video aufzunehmen. Ich werde jetzt einfach nur in Zukunft das nicht mehr mit dem Anspruch machen, dass ich davon meine Rechnung bezahlen muss. Und das ist vielleicht für alle Beteiligten am Ende das Beste. Ich blicke zurück auf 7 sehr schöne und ziemlich verrückte Jahre. Ich bin unglaublich dankbar für die Gelegenheit, meinen Weg zum Tiny House und mein Leben im Tiny House hier nun auf diese Weise mit euch teilen zu können. Ich bedanke mich vor allem bei denen, die schon seit Beginn dabei sind. Das heißt Team Fette Katze und darüber hinaus. Vielen Dank, ihr wisst, wer ihr seid. Euer Input hat sehr zum Gelingen einiger dieser Projekte beigetragen, so viel kann ich sagen. Das hier ist kein Abschied für immer, ich verspreche es euch. Ich mache einfach nur, was im Moment für mich richtig ist. Man kann nicht alles haben im Leben, aber manche Dinge muss man haben und dazu gehört für mich einfach der Kontakt zu anderen. Wir sehen uns also irgendwann bald im echten Leben oder hier. Kommt gut ins nächste Jahr. Vielen Dank fürs Hiersein und jetzt mache ich schnell Schluss, bevor ich noch anfange zu weinen. Geht raus, umarmt jemanden, lebt das Leben und das hier läuft euch nicht weg. Bis bald.